So, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls, Part 101. Ich begrüße euch ganz recht herzlich. Warum bin ich hier unten? Ganz einfach, ich habe hier nämlich noch was gefarmt und ich wusste nicht, wie lange es dauern würde, deshalb habe ich das Bild abgekürzt und zeige es euch jetzt einfach. Und zwar, wenn ihr hier seid, könnt ihr blaue Flamme bekommen. Ist ein gerades Schwert, aber Besonderheit, wie ihr lesen könnt, Hieb und Zauber. Hat Angriff jetzt nicht so viel, dafür skaliert es natürlich besser mit Zauber, deshalb sollte man, ich weiß gar nicht, ob man es enchanten kann. Falls ja, sollte man auf Zauber gehen, um es noch ein bisschen besser zu machen. Und zwar hier, blaue Flamme von den, ich weiß jetzt nicht, ob es Lydia oder Lydia, ist ja egal, also eins von beiden, Lydia, Lydia, Aposteln geführtes gerades Schwert, durchtränkt mit einer speziellen Magie, die die blaue Flamme sowohl zu einem Schwert als auch zu einem magischen Beschleuniger macht. Geil. Führt einen kraftvollen Angriff auf, um Magie zu wirken. Die in der Magie bewanderten Lydia, Apostel, führten einzigartige Waffen, wurden aber als Verräter gejagt. Effekt, Einsatz von Zauberei. Schwerer Angriff. Von daher, skaliert auch mit C auf Zauberei, von daher ist eine gute Intelligenz eigentlich vorteilhaft und wiegt auch nicht sonderlich viel. Schaut euch mal an, 3. Und das bekommt man von den werten Gegnern da. Ich denke mal, es sind, die sollen weiblich sein. Die können einiges droppen. Die können ja ihre komplette Ausrüstung droppen. Die können Magieschild droppen. Ach, Magieschild, wo ich gerade bei bin. Stimmt ja. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal vorgelesen habe. Wenn nicht, mache ich es jetzt einfach nochmal. Hier ist er. Kleiner von den Lydia-Aposteln verwendeter Schild. Mit spezieller Magie durchdrängt, die es ermöglicht, Zauber mittels Parieren abzuwehren. Die Lydia-Apostel waren in der Gruft der Untoten beheimatet, erwiesen dem Tod aber nicht ausreichend Respekt. Zur Strafe wurde ihnen ein friedvoller Tod verwehrt. Ja, deshalb haben sie vermutlich auch keine Beine und schweben hier rum. Und der ist natürlich auch nicht schlecht. Also jedenfalls, sie können ihre komplette Ausrüstung droppen, natürlich bis auf Gamaschen oder sowas. Ich meine, die haben ja nicht mal Füße, von daher, warum sollen die dann sowas haben? Moment. Feuerball, ich denke mal, das macht ein bisschen mehr Schaden gegen euch. So, und die können den Magieschild, die blaue Flamme oder einen Mitternachtsstein droppen. Das nur mal so nebenbei. Oh, jetzt. Komm, stirb. Den lasse ich mal noch drin, obwohl ich den eigentlich nicht mehr brauche. So. Und. Stirb. Moment, kann ich die vielleicht ab und runterpannen? Ja, doch kann ich. Schildbreaker in den Abgrund. So, mal gucken. Ja, die sind auch noch da. Die haben nämlich, soweit ich weiß, auch noch was Interessantes. Und zwar nicht du, sondern die zwei hier können ihre Sichel droppen. Sind aber ganz schön stark, also passt auf. Außerdem haben die im Grunde, oh, Finstergeist. Ja, mal gucken. Ist jetzt auch ein bisschen schlecht. Jetzt ein Finstergeist. Vor allem, wo ist denn der Dude? Vielleicht habe ich ja Glück und es kommt ein Blue Sentinel. Das Ziel in diesem Part ist ja eigentlich ein ganz anderes. Dazu kommen wir auch gleich noch. Aber hä, ich habe mich so ein bisschen... Ach, da ist er. Oh, der ist tot und der steht dort. Hier ist er. Okay, sieht jetzt nicht so sonderlich stark aus. Wie ihr sehen könnt, Agadin lebt schon nicht mehr. Den habe ich abgemurkst. Okay, der Typ kämpft aber auch riskant. Oh, verstehe. Das benutzt du also. Ist ein gutes Schwert, vor allem wenn du den... das hier benutzt, aber hat auch so seine Schwachstellen, wie man gerade gesehen hat. Na komm. Hehehe, mein Schild ist massiver als dein Schwert. Ich darf mich nicht einmal davon treffen lassen, weil sonst bin ich am Arsch. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass... Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Typen hier... Oh, das war... Das war Fail.
Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Typen hier noch so eine besondere Sichel droppen können, die die in der Hand hatten. Die habe ich jetzt leider nicht gekriegt. Können die aber? Oh nein! Puh, heile ich mich halt. Pech gehabt. War ein bisschen feige, aber gut. Gewonnen ist gewonnen. Crazy Raven. Habe ich gegen den schon mal gekämpft? Irgendwie kommt der mir bekannt vor. Und da sind es nur noch zwei Siege, die mir fehlen. Das werde ich nämlich in diesem Part auch noch machen. Die Sichel ist jetzt erstmal unwichtig. Ich habe es euch mal erwähnt. Sollte ich sie bis zum nächsten... Also sollte ich die demnächst mal noch kriegen, dann zeige ich die euch natürlich noch. Aber ich möchte jetzt den Part nicht damit verschwenden, diese dumme Sichel zu farmen. Ich wollte sie erstmal nur erwähnen, mehr nicht. Und ich glaube nämlich, die hatte ich auch noch nicht. Naja, gut. So, diese komischen Affen hier draußen, die sind auch ein bisschen sonderbar, denn erstens versteinern die euch. Und das extrem schnell. Und zweitens droppen die auch extrem komische Waffen. Also teilweise Großschwert des Schwarzen Ritters oder Großaxt des Schwarzen Ritters, solche Waffen. Sowas droppen die. Und das ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber ich muss sagen, oder auch, ich glaube auch Hexerei können die droppen. Das Problem daran ist nur, es dauert enorm lange. Es dauert... Ach so, dich habe ich schon wieder vergessen. Ja. Hast du was für mich? Ja, Fallstein, habe ich mir schon gedacht. Also die droppen komisches Zeug. So, letztes Mal bin ich ja hier hingegangen. Und hier steht ja überall Rückzug. Deshalb nicht diesen Schalter dort drüben betätigen. Zumindest noch nicht. Oder gar nicht. Kommt drauf an natürlich, was ihr für Menschen seid. So, und zwar ist ja hier der königliche Zauberer Navlan. Und wenn ihr den befreit, taucht er natürlich als Hollow an einigen Orten auf und nervt euch. Mich hat er ja, glaube ich, auch damals. Also einmal hat er mich, vielleicht sogar zweimal, nee, also einmal auf jeden Fall hat er mich gekillt. Ich dachte das andere Mal nicht, aber da hatte ich Glück. Okay, und zwar hat er nämlich eine Quest für euch. Well, you're nicely hollowed, aren't you? Are you tormented by memories? Burdened by guilt? Now the question: Are you ready for more? If you are, then we ought to talk. This contains my power. Long ago, this naive vessel of mine set about devising new spells. The fool dreamt of bringing new forms of magic into the world. But instead, he created me. Mostly by chance, but he did a fine job, I must say. What he sought was strength, and so I decided to demonstrate. While my vessel slept, I'd find my mark and hunt him down. But my vessel did not approve. And so while I slept, he sealed the both of us away. Now I don't have anything against humans. But how is it that you go about defining good and evil? I'm only using what the gods gave me. How can that be so wrong? So what say you to a spot of murder on my behalf? If you don't, I'll leave this place and take more lives, many more. I couldn't give a fig either way, so what's your choice? Yep. Yes, I see how very kind of you. I want you to kill a merchant named Gilligan. A greedy, foul man. He won't be missed, I assure you. Yes, bring me a ladder miniature as proof. Is the only person who'd have such an odd knick-knack. Nicknack? Echt? Das heißt, Krimskrams oder Schnickschnack? Nicknack? Wirklich? Okay, was Neues gelernt. So, und zwar ist das eine, naja, Assassinen-Quest, sagen wir es mal so. Er möchte jetzt von uns, dass wir ein paar Leute töten. Ich glaube nämlich, es hängt auch, mit wem wir da sprechen, hängt davon ab, ob ich als Hülle herkomme oder als Mensch. Denn irgendwie hat er wie so eine Art
Also ihr müsst euch das so vorstellen, er hat einen Körper. Er hat ja gesagt, das Gefäß hat uns beide weggesperrt. Also von dem her ist es mit ihm so, er hat einen Körper. Ja, also einen ganz normalen Körper, wie ich und du und sonst wer. Aber er hat eine gute und eine böse Seite. Wir haben, glaube ich, gerade mit der Bösen gesprochen. Also im Grunde hat er drei Persönlichkeiten, wenn man so will. Und wenn ich als Mensch hergekommen wäre, dachte ich, würde ich mit der Guten reden. Es sei denn, dass, oder ist es anders, dass das erst dann kommt, wenn ich seine Quest abgeschlossen habe? Nein, jedenfalls, wir sollen Gilligan töten. Aber er hat ja gesagt, wir sollen als Beweis das hier mitbringen. Demnach müssen wir Gilligan nicht töten und auch keine Sünde begehen. Wir müssen ihm einfach die Leiter bringen. Und da ich die schon habe, spare ich mir Zeit. Fine work. This is my thanks. Take it. Der Zerstreuungsring. Now let's discuss our next mark. I want you to kill one more. Your target will be Kael, the man who's drafting that map. While I was trapped in here, he touched me, that maniac. Like I was some rare specimen. He wore a strange helm. Bring it back as proof. Yes, I knew I could count on you. Perhaps this will slake my thirst. Ah, scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Okay, Moment, erstmal der Zerstreuungsring. Interessanter Ring. Den wollte ich nämlich damals schon, aber dann hat es nicht so ganz geklappt. Fällt auch sofort auf. Zerstreuungsring. Dieser Schutzring trägt Edelsteine in vier Farben. Er erhöht die Abwehr des Trägers gegen Magie, Blitz, Feuer und Finsternis. Die Kunstfertigkeit, die erforderlich ist, um diesen unterschiedlichen Kräfte von vier verschiedenen Steinen in einem Ring aufeinander abzustimmen, kann man nur als Transzendal bezeichnen, okay, also nicht von dieser Welt oder was. Es gibt nur einen Zauberer, der so etwas vollbracht haben könnte. Ein Mann aus dem untergegangenen Land Olaffis. Also könnte es straight gewesen sein. Macht zumindest Sinn. Gut, so, jetzt habe ich aber ein Problem, denn er will ja, dass wir Kael umbringen. Kael werde ich nicht umbringen. Ich kriege ja seine Ausrüstung anders. Das Problem dabei ist, als ich damals Nashandra besiegt habe, habe ich, dummer Trottel, vergessen, zu Kael zu gehen, denn da kriegen wir erstens noch ein Achievement und zweitens kriegen wir seine Ausrüstung, weil wir die Karte komplettiert haben, denn Nashandra zu besiegen ist die achte Flamme. Und ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, das heißt, ich muss jetzt mal schnell Nashandra besiegen. Das hatte ich jetzt eigentlich. Das hatte ich nicht vor. Gut, Moment. Ich denke mal, es geht schnell. Ich probiere es einmal und sollte ich failen, na dann kann ich das Ganze ja ein bisschen abkürzen und würde den Part mal unterbrechen, aber ich möchte einfach mal so testen. Ja, komm, ich rufe mir eh ein bisschen Hilfe. Von daher wird es auch ein bisschen schneller gehen. Königsring, Königsring, Königsring. Ach, gut, wenn die anderen zwei Ziele, die er hat, werden schneller gehen. Obwohl, ich weiß gerade gar nicht, was war denn. Moment mal, was war denn das dritte Ziel? Das letzte weiß ich noch ganz genau. Aber das dritte Ziel ist, was war denn das dritte? Ich weiß gerade gar nicht, wen er als drittes haben möchte. Keine Ahnung, ich komme gerade nicht drauf. Werden wir aber dann gleich sehen. Oh, scheiße. Ich habe heute, als ich heute mir schon so ein bisschen im Kopf überlegt habe, so ein bisschen organisatorisches, wie ich am besten vorgehen würde, habe ich mir gedacht, okay, ich besiege Nashandra. Dann dachte ich mir, dann hatte ich es auch immer vergessen, ne? Dann habe ich mich gefragt, hä? Nashandra, warum wollte ich denn jetzt nochmal Nashandra bitteschön besiegen? Ich meine, klar, früher oder später besiege ich sie, aber warum wollte ich denn das eigentlich in dem Zusammenhang nochmal machen? Und jetzt, als er Kael erwähnt hat, dachte ich, oh, Scheißdreck. Stimmt ja, das habe ich ganz vergessen. Ich dummer Trottel. Naja, aber für Dummheit wird man halt eben bestraft. Moment, Ring gegen Fluch, 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 Fluch. Wo ist mein. Ja, erhöht Fluchresistenz, brauchen wir nämlich hier. So, okay, Vengal, du hilfst mir. Bernhard kann man ja auch nochmal beschwören, aber lasst euch sagen, dieser Kampf hat nichts mehr mit seiner Quest zu tun. Also man kann ihn fünfmal beschwören, aber ihn hier zu beschwören wird euch nichts bringen. Das nochmal so nebenbei. Ja, ich sehe dich schon. So, Alter, jetzt komm.
Bist ja hübsch. Ist halt eben erstaunlich, dass sie ein Manusfragment ist. So, ihr zwei, helft mir mal ein bisschen. Ich dachte, die Dinger hier kann man... Ja, die kann man kaputt machen. So, so macht man sich natürlich extrem einfach hier. Ich werfe mal ein bisschen Feuer auf dich. Blub, blub, blub. Und, oh, dann trifft's nicht mal. Also, komm. Ja, das soll nicht lang dauern. So, jetzt macht sie was Gemeines. Aber das, die Gute hat ja noch... Ach, verstehe. Moment mal. Die hat Beine. Ich dachte immer, die läuft auf diesen komischen Leichen, aber die hat Beine. Das ist nur wie so eine Art Rock. Okay, das wusste ich nicht mal. Gut, wieder was Neues. Nein, jedenfalls ist es oh, jetzt macht sie. Moment, hier, mach mal kaputt. Narshandra ist jedenfalls ein Manusfragment. So. Oh, wie einfach man sich den Kampf machen kann. Und weg, weg, weg. Das war's, ich musste nicht mal was machen für. Wiedersehen. Nein, sie ist jedenfalls ein Manus-Fragment, zumindest wird das angenommen. Das heißt, Manus hat seine Finger, dieser alte, Manus hat seine Finger wieder im Spiel, dieser alte Anus, so. Jetzt verpissen wir uns, bevor diese Cutscene getriggert wird, weil das würde noch mehr Zeit kosten. Und ich möchte jetzt nicht dort... Ja, ey, komm, verarsch mich doch. Kann ich nicht raus? Gucken, hoffentlich kann ich das abbrechen, weil wenn nicht, müsste ich den Part jetzt mal unterbrechen. Ja. Ja, kann man abbrechen. Sehr schön. Gut, das hat jetzt ein paar Minuten gekostet. Aber es ist halt eben meine Schuld, weil ich damals vergessen habe, zu Kale zu gehen. Und dafür wurde ich jetzt bestraft. So, den Ring kann ich raus. Dann nehme ich mal einfach Hartstahl, einfach mal so. Glück für dich, Gilligan, dass ich nicht dich umbringen musste. Da hast du Schwein gehabt, dass du deinen Schnickschnack verkaufst. So, und guck, jetzt seht ihr, es leuchten alle. 8 Stück. Even more flame. I don't know. Es sind 8. Also? It seems that all the flames have been lit. Ja. It makes me feel somehow... Nicht geil, bitte nicht geil. Wait. What am I doing here? Who are you again? Fate brought us together for a reason. Hast du mich jetzt vergessen? Take these, and may they help you on your travels. Ja, Helm, Lederrüste, Stiefel und eine seltsame Karte haben wir bekommen. It seems that it... Wait, who are you? It... Wait, who... Ja, auf Wiedersehen. Die Flammen verändern sich ja nach... Ab New Game Plus 8 werden die blau. Ich weiß nicht, ob da was dahinter steckt. Es wird ja von manchen angenommen, dass wenn man dann, also sozusagen bei New Game Plus... Was ist denn das dann? New Game Plus 15 oder so wäre, dass da vielleicht noch irgendwas Interessantes passiert. Das kann aber einfach nur ein Gag von FromSoftware sein. Wäre natürlich traurig, dass er erst passiert. Ach guck, jetzt kann ich auch nach Dranglake 3 reisen, aber ich möchte das neue Spiel nicht beginnen. Denn ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Vor allem ist auch noch... Moment, jetzt bin ich wieder ein bisschen durch den Wind. Vor allem lebt ja auch noch ein Boss, und zwar der Finsterschleicher. Denn für diesen dummen Arsch muss ich jetzt wieder alle Leute töten. Also alle Fackeln muss ich, oder alle olympischen Feuer, sagen wir es mal so, muss ich ja jetzt wieder anzünden, ne? Um den Arsch zu besiegen. Ich wollte es schon gern noch machen. Aber es dauert halt. Gucken, ich werde es, denke ich mal, schon noch machen. Vor allem werde ich jetzt in diesem Part voraussichtlich noch, oder... Nee, ich denke mal, ich mache da vermutlich mal einen Zweiteiler draus. Doch, doch, ich mache einen Zweiteiler. Und oh, ich vergesse ständig diesen Basilisk hier. Übrigens, wenn wir gerade hier nochmal sind, in diesem... Ach, Fallstein? Nee, Giftstein diesmal. Da gibt es komische Steine, mal ehrlich. Wenn wir gerade nochmal hier sind, es gibt ja auch noch eine ziemlich gute Waffe oder eine besondere. Ist aber selten. Mal gucken, ob ich die euch auch nochmal zeigen kann. Das könnte aber noch einen Moment dauern, so. This is my thanks.
Einfallspinsel gewürzt, danke. So, da reden wir gleich drüber. Ich würde sagen, ich beende den Part hier. Erstmal das mit einer Chandra hat das Ganze auch noch ein paar Minuten gestreckt. Das ist blöd. Eigentlich wollte ich jetzt nur die Quest machen. Aber gut, ist jetzt nicht so schlimm. Dann machen wir die einfach im nächsten Part weiter. Und dann war das halt eben Teil 1 der Quest. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und ich hoffe ebenso, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Und dann sage ich wie immer, tschüss, bis dann.